Der hat so einen Jägersitz gefunden. Da wird jetzt ein kleines Pausele machen. Und für Mero die Videoantwort. Dann richten wir alles her. Hi Miro, das war jetzt meine Videoantwort für dich. Ja. Heute sind die Fürsten wieder unterwegs beim Baum umsageln. Das hört man halt im Hintergrund. Leider. Es ist wunderbar, aber echt gewaltig. Ja, nichtsdestotrotz gratuliere zu deinen 99 oder über 100 mittlerweile schon Abonnenten. Du bist ein lustiger, ein sehr sympathischer Typ. Der Kanal sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Und ja, also für die Challenge, die Aufgabe war 4 Dinge. Okay, Zombie ist nicht so mein Ding, aber egal, ich probiere die anderen 3 zu machen. Also, als allererstes hast du gefragt, was wir mit haben, unterwegs zum Messerschärfen. Und da habe ich von Victorinox den Dualschärfer. Er hat einmal da 1000 oder 300er Körner und dort auf einmal eine Keramik mit 1000er Körner. Und den nehme ich eigentlich immer mit. Der geht für unterwegs total super. Das tut leicht. Ich brauche meine Messer eigentlich nicht so oft nachschärfen. Und bin total zufrieden mit dem. Ja. Das war das Zweite. Ah so, ja genau. Was man Vegetarisches mit hat. Naja, ich bin halt einmal ein Fleischfresser und habe eher selten was Vegetarisches mit. Natürlich habe ich oft einmal eine Banane oder so mit, aber ich habe jetzt heute keine mit. Ich wollte eigentlich, ich habe es eh schon gesehen, oder das zeige ich noch. Ich mache mir eigentlich immer was vegetarisch. Ich mache mir eigentlich sehr oft einen Wildsalat, wenn ich unterwegs bin. Weil den liebe ich, der ist absolut spitze. Da habe ich einmal eben die Löwenzahnblätter. Da habe ich die Blüten vom Ferkelkraut. Die mische ich da rein. Alles was ich halt so finde. Dann da haben wir noch einen Spitzwegerich. Den tue ich noch dazu. Und dann verfeinere ich halt nachher noch, was ich halt so finde, so Brennnessel und so. Und ich zeige euch ein kleines Video, das ist jetzt da rum. Und so bereite ich meinen Salat zu. Der ist wirklich wunderbar, gewaltig. Ich kann es euch gleich empfehlen, probiert es. Ja, was haben wir noch? Als Drittes. Ah, eine Geschichte, das wollte ich hören. Ein Naturerlebnis, ja. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Ich habe ein Video drüber gemacht. Und das war echt, das war schon ganz was Besonderes, muss ich sagen. Da bin ich eben auch durch den Wald gestreift, so nichts ahnend. Weiß ich nicht, 8:30 in der Früh war es, die Sonne hat schön geschienen, da ist super gewesen. Bin halt durch den Wald gegangen. Das Video blende ich auch da oben ein. Und ja. Gehe halt nichts an, schauen wir die Gegend an, genieße die Natur. Der Fahrmal liegt da vor mir wirklich eine riesengroße Kreuzotter. Also mich hat es gerissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich war wirklich voll erschrocken. Das war jetzt eigentlich das zweite Mal, das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Kreuzotter sehe. In meinen jungen Jahren war ich auch viel in der Wald unterwegs und da haben eigentlich leid. Einmal eine Haut gefunden von der Kreuzotter und da bin ich auch erschrocken. Aber wie gesagt, also da war ich bald auf die Kreuzotter drauf gestiegen. Jetzt sind wir im Augenwinkel noch gesehen, wie sie rein in den nächsten Busch. Und da rum kann man es eh sehen. Also wow, das war wirklich ein geiles Erlebnis. Also, da ist schon mal die Pumpen anständig gegangen. Aber wie gesagt, also normalerweise Kreuzottern, okay, die sind giftig. Das Langen. Man muss schon drauf treten oder so, nach
dass sie einen beißt, aber von Haus aus würde sie nie jemanden beißen. Also die haben genauso viel Angst wie alle anderen Viecher und hauen halt ab. Und ja, ich wollte eigentlich ein bisschen schöner filmen, das sehe ich eh da oben auch. Da bin ich halt auch. Dann hat sie sich im Druck gezogen in so einen Baumstumpf rein, so ein Loch. Und dann habe ich gedacht, der hat so oft schon gereizt, die Zeugen, den möchte ich genauer filmen. Und dann habe ich mir halt ja, eine Steckerle genommen und den Busch wegtun und habe eben einig gefilmt. Also da haben sie noch ein bisschen zornig gemacht, also da hat sie richtig gefaucht. Hört sie, wie sie faucht? Also, ich gehe jetzt lieber, ich lasse sie nur. Aber das war schon wirklich ein geiles Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist so, was sieht man im Leib, wenn man in die Natur rausgeht, die Natur genießt und still und leise durch die Natur geht. Ja, das waren meine drei Aufgaben für die Challenge eben. Wie gesagt, Miro, top Kanal. Du selber bleibst so wie du bist. Voller lustiger Typ. Irgendwie total cool. Deine Balkonpflanzen sind auch voll cool. Ich werde nur ein kleines Video machen. Leg der Frau zu, da weißt du garantiert mehrere Pflanzen besitzen. Bei mir ist halt so. Ich zeige euch das Video, wie viele Balkonpflanzen. Also wir haben relativ einen großen Balkon und der ist voll bepflanzt. Angefangen von Tomaten, Paprika, Peperoni, Thymian, Salvia, Salbei, Petersil, alles eigentlich. Ja, das soll es gewesen sein. Ah nein, jetzt zeige ich noch meinen Ausblick. Ich genieße es gut. Jetzt bin ich mal ganz kurz ein bisschen still. Wie schön das da ist, ganz ruhig. Wie die Vögel zwitschern, sage ich da meine Aussicht noch. Das ist schon wirklich herrlich da. So, ich genieße es eben gut. Wie gesagt, Miro, Spitzenkanal, klasse Typ. Alles Gute nochmal für deine Abonnenten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba, vielen Dank.